So, meine Damen und Herren, es ist soweit. Sie kommt jetzt zu uns. Sie ist eine junge, aufstrebende Moderatorin beim Sender Viva. Und heute Abend bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Milka! Fast schon wie zu Hause. Ja, du warst schon mal bei uns, du hast ja schon mal den Rat der Woche gewonnen. Ja. Wofür damals? Ich glaube, das war so eine Telefonaktion mit einem Geburtstagskind des Tages. Und, das dich nicht erkannt hat? Das mich garantiert nicht erkannt hat. Ja. Die meinte nämlich irgendwie Oma Emma oder so. Und ich so, Oma Emma, ja genau. Nein. Du hast schon, du hast, sagen wir mal, du bist ja, du hast eine Stimme, die ist, klingt ein bisschen älter als du bist. Findest du? Ja, die hat so ein, irgendwas Dreckiges so. Ja, ne, das war nur wegen der drei Worte, die ich dir vorher gesagt habe. Nein, Was, wie, hast du mir drei Worte vorher gesagt? Habe ich das? Nein. Welche Worte hast du mir vorher gesagt? Schon gut. Ach so. Oder hast du wieder vergessen? Spontan. Mensch, gleich sage ich, Moment. Opa Willi, wie gefällt dir Opa Willi? Sehr gut. Ja. Ja. Ich mag garantiert sehr gerne ältere Männer. Ja, verstehe. Wie ist das? Bist du vergeben im Moment? Nein. Das heißt, du bist zu haben? Ich bin zu haben, auch für Opa Willi. Gut, der wird sich wahrscheinlich nicht mehr an deinen Namen erinnern, wenn ich mal kennengelernt hat. Sag mal, du bist jetzt, wie alt bist du jetzt? 20. Du bist erst 20? Mhm. Du bist schon, aber auch schon 2 Jahre bei Viva, oder? Fast. Ja. Ich habe ja gleich nach der Schule angefangen. Mit 18 hast du da angefangen? Ja. Und jetzt hast du unseren, wir führen ja immer, das kann man ja erzählen, vorher ein Gespräch, unsere Redakteure. Und die haben dann so gefragt, über welches Thema möchtest du denn gerne mal sprechen? Und die Milka hat ein Problem, meine Damen und Herren. Was, sag du es, ich schneide es nicht an, das Thema. Wieso? Sag das Thema jetzt, ich schneide es nicht jetzt. An. Ich schneide das Thema nicht an. Du hast das Du fandest es interessant. Du hast auch das Problem. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem, verstehe. Ich war ja sehr stolz. Ja, also du warst sehr stolz? Ja, ja. Seit wann hast du das Problem? Ich möchte gerne wissen, was es ist, nicht? Ja. Ja? Wollt ihr es wissen? Ja. Ja. Also, Folgendes ist passiert. Ja. Meine Titten sind gewachsen. Was? Ja. Bitte was? Nein, ich habe also. Ist das in dem Alter? Es ist. Ich dachte nicht, dass es möglich ist. Also wenn irgendwie was wächst, dann waren es zum Glück das irgendwie. Ja. Und ich glaube, ich habe mich unproportioniert und war total glücklich. Ja. Also wirklich, ich so. Das ist mehr als eine Hand. Wie hast du das gemerkt? Wie ist mehr als eine Hand? Wie das? Wie merkt man das? Wie merkt man das? Wie man das, also, es ist, ich weiß es nicht. Ich meine, guck, also ich habe mich einfach im Spiegel angeguckt irgendwann. Ja. Ich meine, das macht man so als Frau manchmal. Ja, manchmal einfach. Ja, ne, so ganz mich, und dann dachte ich so, oh mein Gott, das ist was passiert. Und habe wirklich so. Über Nacht oder? Nee, ich, also so. Oder nach einem Arztbesuch oder so? Ja, aber beim Frauenarzt war das auch so peinlich. Oh, das war so peinlich. Nee, du warst beim Frauenarzt? Das ist jetzt so super. Ja, ja, nein. Aber Frau Milka, Sie haben das aber... Das muss ich jetzt erzählen, das ist so witzig. Und zwar saß ich beim Frauenarzt in dieser peinlichen Situation, dass man irgendwie die Beine so... ich möchte mir gar nicht voll vorstellen. Unangenehm. Also alle Frauen wissen das jetzt. Ja. Und ich hab, saß da halt so. Ja, gemütlich. Hast du einige Qualen. Total gemütlich. Total gemütlich. Und der Typ guckt mir in die Augen und meinte, ja, Sie moderieren doch die Sendung Interaktiv, ist das richtig? Ja. Und ich Bist du so, sicher, dass er dir in die Augen geguckt hat? Nur eine Frage. Ja. Das Allerpeinlichste daran, meine Nase wird ja dann immer so rot. Also, wenn ich rot werde, wird meine Nase immer rot. Und ich dachte echt nur so, oh mein Gott. Aber der hat das entdeckt, oder was?
Nee, der nicht. Also ich schon selber. Schon selber. Aber das war die andere Geschichte. Ja, ja. So nebenbei, die mir jetzt gerade eben so eingefallen ist. Naja, egal. Ach so, dass er dir, während du auf dem Stuhl saß, gesagt hast, dass du interaktiv musst. Ja, ja. Ich meine, das ist eine peinliche Situation, weil man entblößt sich ja völlig. Ja, einem Mann mittleren Alters. Ja. So. Eben hast du noch gesagt, du standst drauf. Ja, aber auf den. Das ist ja ein Hin und Her bei euch jungen Dingern. Stimmt. Ja. Eben drum. Ich kann mich nicht entscheiden, deswegen habe ich gern. Viva, machst du immer noch interaktiv? Und was gab es in der letzten Zeit? Bands, die dir besonders ans Herz gewachsen sind? Leute, die besonders extravagant aufgetreten sind? Extravagant? Ja. Ich hatte gerade in der Woche, ich glaube am Montag war das, einen Typen, der hieß Robin. Robin? Grubert. Robin Grubert. Genau. Klingt wie ewig neue Single, so ja. Es ist ein Typ aus Hamburg, aber das war ganz cool, weil der tatsächlich mal was Wahres gesagt hat. Und zwar habe ich ihn gefragt, irgendwie, weil ich in seiner Biografie gelesen habe, irgendwie, ja, okay, Hobbys, Eitelkeit, muss man ja nachfragen, was das bedeutet beim Mann. Und meinte so, ich habe in deiner Bio gelesen, deine Hobbys sind Eitelkeit. Und meinte er, total cool. Deine Titten sind größer geworden. Nein. Ich weiß ja nicht. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Nein, das hatte so nicht festgestellt. Ja. Nein, er meinte so, ja, habe ich auch gelesen. Das fand ich sehr gut, weil Biografien sind ja so ein Ding. Die erstellen ja meistens die Plattenfirmen bei den Künstlern. Eben, ja. Ja, die wissen das selber gar nicht. Ja. Ich wusste auch lange nicht, dass ich eine Metzgerlehre gemacht habe. Ja, habe ich erst erfahren, als sie es bei Viva bei mir erfunden haben. Tja. Sind sie baff, ne? Das ist natürlich Quatsch, habe ich ehrlich gemacht. Aber ich glaube, du kannst leicht verunsichern, merkst du das? Ja. Was ist bei dir, was findest du besonders eklig? Hast du das gesehen mit dem Jungen, der Achterbahn gefahren ist? Ja, aber das fand ich nicht eklig. Ja, aber habe ich nicht hier gelesen, dass du zum Beispiel, wenn jemand kotzt, direkt immer mitkotzen musst, stimmt das? Oh ja, das war bei meinem, also früher, heute nicht mehr zum Glück, aber bei meinem Bruder war das so, da musste ich nur sehen, wie er irgendwie hinter der Couch sich rübergebeugt hat, weil mein Vater irgendetwas Komisches wieder gebraut hat, so als Medizin, wie mein Vater das genannt hat, Medizin. Ja, ja, und dann stand ich halt oben ganz auf der anderen Seite auf der Treppe, habe nur den Arsch gesehen und irgendwie gehört und ich irgendwie die ganze Treppe voll gekotzt, aber sonst so schlimm ist es heute nicht mehr. Also wenn du andere Leute siehst, die das machen, ist nicht, dass du direkt... Ja, solange die mich nicht ankotzen, ist das okay. Hat sich schon mal so schlimm erwischt wie diesen? Das erzähle ich nicht, weil davon wussten meine Eltern nichts. Wie ist das mit Alkohol und Drogen bei Viva im Popgeschäft? Ich bin ja jetzt lange raus. Also bei uns damals, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja kein Geld. Ja. Bei Viva, und wir mussten jetzt das Zeug noch klauen. Ja, nein, gar nicht. Also ich lebe sehr asketisch, was das angeht. Ja. Wo wohnst du eigentlich? Soll ich das jetzt verraten, damit alle Leute zu mir kommen? Ja, doch nicht die Straße. Ja, von mir aus kannst du auch die Straße sagen. Ich wohne immer noch Mika in Köln. Ist solo. Ja, welche Straße? Wie muss ich mir das vorstellen? Was von einer Wohnung lebst du? Hast du Parkett? Ja. Oder, ja. Also, das ist eine coole Wohnung. Ich habe eine Mitbewohnerin irgendwie. Ach was? Wir sind, ja. Lesben-WG? War doch nur ein Spaß, weil man denkt doch immer direkt. Ja. Weil du eben sagtest, du hast keinen Freund. Mit wem wohnst du zusammen? Ja. Kann ich nicht sagen. Ich Der weiß. Haut mich sonst. Nee, du hast keinen Führerschein, oder? Habe ich gehört. Echt? Ja, habe ich gehört, dass du keinen Führerschein hast. Ja. Wie kommt das bei einer jungen Frau wie dir? Weiß ich nicht. Zu vielleicht. Wir machen nur Spaß. Oh, das ist eine rote Ampel. Gut. Was? Ja. Ja, nein, so wäre es im Prinzip gewesen. Aber ich bin ja schon als Radfahrer dreimal überfahren worden. Was? Das wissen meine Eltern auch noch nicht. Du bist als Radfahrer dreimal überfahren worden? Ich war Apothekenbote und habe dann die ganzen Medikamente immer selber nehmen müssen. Also doch Drogen. Nein. Du hast als Apothekenbote gearbeitet? Ich habe als Apothekenbote gearbeitet, so mit 16 war das. Aha. Und du bist dreimal überfahren worden. Ja, und das eine war sogar ganz witzig. Der hat original, ich sage jetzt, das ist keine dumme Geschichte. Das ist keine oder dumme Geschichte. Da kam ein Typ und hat gesagt, Milka, nein. Sind deine Titten gewachsen? Nein, doch. Sag nicht. Nein.
Ich hatte sogar Vorfahrt, bin über die Straße gefahren, habe sogar noch gehalten, weißt du, weil der Vorfahrt Typ ist? Irgendwie ganz komisch. Wie sieht das Vorfahrtsschild aus? Keine Ahnung. Ja, woher willst du dann wissen, dass du Vorfahrt gehabt hast? Ich bin auf dem Fahrrad gewesen, ich habe immer recht. Ja. So habe ich gedacht, jedenfalls. Jedenfalls hat der Typ mich angefahren und hat mich sogar noch auf die Mitte der anderen Straße getragen und ich bin dann weitergefahren und dann erst umgekippt. Ja. Und dann habe ich mich umgedreht und sehe die Frau hochkommen. Und ja, Frau da muss die Frau so. Ach was! Ja, so war das. Und der Typ hat sich, wenn. Ist das ungelogen? Ungelogen. Die hast du nicht erfunden? Er hat sich noch entschuldigt. Die Geschichte hast du nicht erfunden? Hä? Das ist wirklich wahr gewesen. Er hat dich überfahren, während er sich am Steuer hat einen. Einen blasen lassen. Pfui, ja. Ja.